Kennst du das? Du schaltest eine Werbekampagne auf den Meta-Plattformen und direkt in den ersten Tagen schießen deine Ergebnisse durch die Decke. Du erzielst extrem geile Conversions und denkst dir, okay, super, so kann es weitergehen. Und plötzlich, nochmal ein paar Tage später, brechen deine Conversions ein. Du erzielst nicht mehr zum Beispiel 15 Ergebnisse pro Tag, sondern plötzlich nur noch 2. Und in dem Moment fragst du dich, okay, woran liegt das Ganze? Und genau dafür gibt es einen ganz bestimmten Grund. Ja, es gibt einen Grund dafür, warum deine Ergebnisse erst nach oben schießen und dann nach und nach einbrechen, bis du ja nur noch sehr, sehr wenig Ergebnisse bzw. nur noch sehr, sehr wenig Conversions erzielst. Was dieser Grund ist und was du tun kannst, damit genau das nicht passiert, ja, damit deine Ergebnisse kontinuierlich auf demselben Level bleiben, das verrate ich dir jetzt in diesem Video. Und gehen wir direkt auf den Grund ein, warum deine Conversions plötzlich einbrechen, beziehungsweise warum deine Ergebnisse nach und nach schlechter werden, je länger deine Werbekampagnen laufen. Und einer dieser Gründe hat mit dem Meta-Algorithmus zu tun. Denn Meta weiß ganz genau, wer deine Zielgruppe ist. Ja? Das heißt, wenn du mit einer Werbekampagne startest, dann hat Meta Daten darüber, wer alles auf deiner Webseite war, wer auf deinem Facebook-Profil war, wer auf deinem Instagram-Profil war, wer generell mal mit dir irgendwie in den sozialen Medien interagiert hat. So, und Meta geht dann eben auch davon aus, dass das Personen sind, die aktuell an deiner Dienstleistung interessiert sind. So, das wäre Kategorie Nummer 1. Kategorie Nummer 2 wären Personen, die sich aktuell genau für das interessieren, was du anbietest. Sei es genau für die Dienstleistung, sei es genau für das Produkt, das du anbietest. Und dementsprechend wird an diese beiden Personengruppen, ja, beziehungsweise an diese beiden Kategorien von Personen, deine Werbeanzeigen vorzugsweise ausgespielt. Das heißt, am Anfang erzielst du extrem geile Ergebnisse, weil Meta genau weiß, ah, okay, das sind die Personengruppen, an die ich zuerst ausspielen muss, weil da erzielen wir mega geile Ergebnisse. So, aber je länger deine Werbeanzeigen laufen, desto mehr kommst du dahin, dass du all diese Personen erreicht hast und dann muss Meta weitergehen. So, dann erreicht Meta plötzlich nicht mehr die Personen, die sich genau für dein Produkt bzw. deine Dienstleistung interessieren, weil die sind schon aufgebraucht, die haben wir schon alle erreicht. So, und wir haben auch schon alle erreicht, die sich zumindest mal ansatzweise für deine Dienstleistung interessieren. Jetzt geht es eben weiter, ja, dass Meta einfach schaut, okay, wer könnte noch in diese Zielgruppe fallen? Ja, und je tiefer wir gehen, je weiter wir diese Treppe runtergehen, desto eher ist es so, dass unsere Werbeanzeigen immer schlechter laufen. Ja? Das heißt, viele Facebook-Marketer schaffen es, dass ihre Werbeanzeigen in den ersten Tagen gut laufen, einfach weil, naja, sie genau das richtige Produkt haben, das aktuell diese Personengruppen oder für das sich aktuell diese Personengruppen interessieren. Ja, das heißt, sie schalten gerade so gute Ads bzw. so gute Creatives, die halt die sehr heiße Audience zum Konvertieren bringen, aber nicht die Audience, die sich nur mal ansatzweise für die Dienstleistung oder das Produkt interessieren. So, und das Problem, das damit einhergeht, ist ganz einfach, dass die Conversions plötzlich einbrechen bzw. von Mal zu Mal einfach schlechter werden. Und der Grund dafür, ganz einfach, sind die Ads, die geschaltet werden. Denn wenn deine Ads nicht gut genug sind, dann konvertieren nur die Menschen, die, naja, sowieso konvertiert wären. Na, da hättest du, es wäre fast egal, was du schaltest. Okay, nicht komplett egal, es sollte natürlich ansatzweise richtig sein, aber du konvertierst nur oder es konvertieren nur die Leute, die sowieso konvertiert wären. So, und um das besser zu verstehen, müssen wir diese Kategorien von, ja, von Zielgruppen mal in 5 Kategorien unterteilen. Ja, die erste Kategorie sind Menschen, die sich noch nicht mal darüber im Klaren sind, dass sie überhaupt ein Problem haben bzw. dass sie überhaupt eine Lösung brauchen. Und wir können das hier in dem Fall mal auf unsere Agentur 44 Consulting übertragen. Ja, wir schalten für Coaches, Berater und Dienstleister Werbekampagnen, dass unsere Kunden mehr Kunden gewinnen bzw. erstmal mehr Kundenanfragen überhaupt haben. So, und wenn jetzt jemand gerade mit seiner Selbstständigkeit zum Beispiel startet und in seinem Freundes- und Bekanntenkreis Akquise macht, dann wird er die ersten Kunden gewinnen und hat noch überhaupt kein Problem mit dem Thema Neukundengewinnung. Das heißt, er wäre grundsätzlich in der Zielgruppe, die wir erreichen wollen, aber er ist sich noch nicht darüber bewusst, dass es überhaupt ein Problem gibt. Ja, dass es, ja, wenn man skalieren will, schwieriger wird, neue Kunden zu finden. Kategorie 2 wären Menschen, die realisiert haben, dass sie ein Problem haben, aber nicht wissen, wie sie das Ganze lösen. Ja, das heißt,
Wir nehmen wieder den Selbstständigen, der jetzt in seinem Freundes- und Bekanntenkreis ja alles abgegrast hat und jetzt sich fragt, okay, wie kann ich jetzt neue Kunden gewinnen? Ja, das heißt, er steht vor dem Problem, okay, ich brauche neue Kunden. Wie gesagt, ich beziehe das jetzt hier in dem Fall auf unsere Agentur. Du kannst es aber genauso gut, da bin ich mir ziemlich sicher, auf deine Dienstleistung übertragen. So. Das wäre Kategorie 2 von Menschen, die ja jetzt inzwischen wissen, dass sie ein Problem haben, aber noch nach einer Lösung suchen bzw. nicht wissen, wie sie das Ganze lösen. Kategorie 3 wären Menschen, die wissen, dass es Lösungen für ihr Problem gibt, die sich aber noch für keine dieser Lösungen entschieden haben. Ja, wir können wieder auf den Selbstständigen schauen, der erstmal seinen ganzen Freundes- und Bekanntenkreis abgegrast hat, der jetzt sich sagt, okay, jetzt geht hier nichts mehr, jetzt brauche ich weitere Möglichkeiten, hat dann welche gefunden. Zum Beispiel organische Lead-Generierung. Ja, zum Beispiel auf YouTube oder auf Instagram Content posten und dann eben darüber Kunden zu gewinnen. Zweite Möglichkeit wäre, eine Marketingagentur zu beauftragen. Dritte Möglichkeit wäre, über Empfehlungen zu gehen. Vierte Möglichkeit wäre Kaltakquise und so weiter. Ja, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, das heißt, dieser Person ist bewusst, okay, ich habe ein Problem, ich brauche mehr Kunden, aber welche Lösungen davon nehme ich jetzt? Mache ich jetzt Kaltakquise, mache ich jetzt vielleicht was anderes? So. Das heißt, diese Person ist schon relativ tief drin, ja, aber hat sich noch für keine Lösung entschieden. So, und von da aus kommen wir in die zwei Kategorien, die ich gerade schon angesprochen habe, nämlich Kategorie 4, Menschen, die wissen, dass sie ein Problem haben und auch schon einen Lösungsweg haben, diesen aber noch nicht angegangen sind. Ja, in dem Fall wäre das der Selbstständige, der sich jetzt alle Akquisemöglichkeiten angeschaut hat und dann gesagt hat, okay, pass auf, Marketingagentur, das ist es, ich brauche eine Marketingagentur, die sich komplett darum kümmert, für mich Neukunden zu gewinnen, damit ich mich damit überhaupt nicht beschäftigen muss. So. Das heißt, diese Person ist schon so weit, dass sie sagt, okay, ich weiß, was mein Lösungsweg ist, ich habe mich jetzt aber noch nicht für etwas Spezifisches entschieden. So, und die fünfte Kategorie, die wir gerade auch schon angesprochen haben, das sind Menschen, die sich dann eben im Endeffekt schon mit dir beschäftigt haben, mit deiner Dienstleistung, mit deinem Produkt, ja, dass sie das Ganze schon gut kennen und ja, kurz davor sind eben zu kaufen. Das heißt, das ist quasi die ganz heiße Zielgruppe. So. Und diese fünf Kategorien, die gibt es, ja, diese fünf Kategorien von Personengruppen, die sich ja für ein bestimmtes Produkt bzw. für eine bestimmte Dienstleistung interessieren, weil sie in dieser Zielgruppe sind. Und du merkst hier, je weiter du diese Treppe nach unten gehst, ja, von der obersten Kategorie, Kategorie 5 in dem Fall, bis runter zu Kategorie 1, desto schwerer wird es, die Leute zum Konvertieren zu bringen. Und die meisten Facebook-Ads-Marketer, ja, die schaffen es nur, die oberen Kategorien abzuholen, aber sie schaffen es nicht, die unteren Kategorien zum Konvertieren zu bringen. Ja, das heißt, sie schalten gerade so gute Ads, ja, oder Ads, die gut genug sind, die Menschen zum Konvertieren zu bringen, die sowieso konvertieren. Was ist die Lösung dafür? Erstelle verschiedene Creatives. Ja, baue dir quasi eine Creative-Bibliothek auf, um einfach verschiedene Ads zu testen, um einfach zu wissen, was funktioniert nicht. So, weil das Problem ist, die Ergebnisse brechen vor allem deshalb ein, weil viele Werbetreibende eben zu wenig testen, zu wenig Werbeanzeigen nutzen, wo sie einfach mal schauen, okay, wie performt diese Werbeanzeige, wie performt diese Aussage in der Werbeanzeige. Du musst wissen, wir haben heutzutage eine enorm hohe Konkurrenz. So, und wenn du das Ganze nicht testest, kannst du dir sicher sein, deine Konkurrenz testet es definitiv, ja, und wird so noch mehr Marktanteile bekommen. Ja, du verlierst in dem Zusammenhang dann ganz einfach Marktanteile. So, was kannst du dafür Ads schalten? Na, schalte erstmal Ads, die überhaupt, naja, Bewusstsein darüber schaffen, dass es ein Problem gibt. Schalte Ads, die deine Lösung beschreiben. Schalte Ads, die, ja, die auch erklären, warum deine Dienstleistung die beste Wahl für deine Kunden ist. Ja, und einfach, wenn du verschiedene Dinge testest, verschiedene Ads testest, ja, wirst du merken, okay, welche Ads performen am besten. Ja. Und kannst dann dementsprechend die Ads ausschalten, die einfach nicht performen. So. Natürlich sollte es so sein, dass du von Anfang an mit dem Mindset reingehst, okay, ich schalte jetzt extrem geile Ads, beziehungsweise ich nehme zum Beispiel in einem Video extrem geile Ads auf, die sofort performen. Ja. Aber selbst die High-Performer, ja, wenn du 10 High-Performer hast, dann werden selbst von den High-Performern, keine Ahnung, 3 nicht performen oder 3 zumindest nicht so gut performen wie die anderen 7. Und dann weißt du, okay, die anderen 7, das ist die Richtung, in die ich gehen muss. So.
Wenn das alles zu kompliziert für dich ist, dann komm da gerne auf uns zu. Wir schalten für Coaches, Berater und Dienstleister Werbekampagnen. Das heißt, wir erstellen Videoskripte, wir erstellen Werbetexte, wir erstellen Werbebilder und gegebenenfalls, falls nicht vorhanden, Landingpages. Ja, komm da gerne auf uns zu. Erster Link in der Videobeschreibung. Dann kannst du dich für ein unverbindliches Erstgespräch eintragen. Dann sprechen wir mal, schauen uns deine Situation an, analysieren das Ganze und machen dir einen Lösungsvorschlag. Ansonsten, wenn dich jetzt noch interessiert, was ich aus 3,5 Millionen Euro Werbebudget gelernt habe, dann kick mal in das Video hier neben mir.